Ja, ich hatte euch letztens mein Bettmobil nicht richtig vorgestellt. Jetzt habt ihr mal eine Möglichkeit, das zu sehen. Mit dem schönen Batman-Zeichen vorne. Und ja, halt. Gut, es war nicht so schnell wie das Bettmobil, aber sieht schon mal gut aus, die kleine Kiste. Und somit ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil meiner Serie Forza Horizon 3 auf der Xbox One. Ich dachte, ich spiele mit dem Bettmobil weiter. Ich erkunde ein bisschen die Landschaft und gucke, was sich so ergibt. Da überholt mich schon jemand, aber ich hätte den auch überholen können, aber gut, ich lasse ihn mal, ne? Bin da nicht so. Ich bin da im Batmobil, da wie ihr da sehen konntet eben gerade. Oh, ist mal eine andere Ansicht. So macht es aber auch Spaß zu fahren. Das Armaturenbrett sieht natürlich nicht so schön aus, als wie bei den normalen oder modernen Autos. Aber ist okay. Boah, das macht so viel Spaß, dieses Spiel. Das ist ein Hammer-Spiel, wirklich. Also ich habe so viel Fun, hatte ich glaube ich bei einem Rennspiel noch nie gehabt. Ich habe mal auf der PlayStation 4 Drive Club gespielt und so, ne? Aber das kannst du vergessen. Also das ist im Gegensatz zu Forza Horizon ein Nix, ne? Ich mag diese klassischen Rennspiele nicht. Da wo du nur im Kreis fährst und nichts erlebst. Hier fährst du überall rum. Halt, wie gesagt, du kannst vieles entdecken und halt solche Sachen, weißt du? Und dieses Spiel, also ich bin ein absoluter Neuling. Aber dieses Spiel hat es mir angetan. Also Neuling im Punkte Forza Horizon. Oh, ist ganz schön schnell, ne? Jetzt mal für seine Verhältnisse. Na gut, es geht glaube ich auf bergab. Okay. Na, da war doch irgendwas. Ne? Bei nächster Gelegenheit, wenn. Ja, genau. Was ist denn das jetzt? Hier mal gucken. Die Great Ocean Road. Knapp 250 Kilometer Küstenstraße entlang der Shipwreck Coast. Für viele Leute nur eine Touristenattraktion. Für Horizon eine Herausforderung. Ach sowas, nur so eine Bekanntgabe oder eine Erklärung von dem Strand oder was es da ist. Naja, also so doll war das nicht. Ich habe jetzt gedacht, das ist vielleicht irgendwie so ein Rennen oder so. Aber es gibt ja noch reichlich viel zu entdecken. Sag mal so, ich habe zwar nicht so viel Zeit, aber hin und wieder schaue ich mir mal auch Videos von anderen YouTubern an. Und die sind schon etwas weiter bei Forza Horizon. Und ich habe mir mal die Karte angeguckt. Also da gibt es eine Menge zu entdecken. Das wird doch lustig. Ah, diese. Ah, scheiße. Gut, das kommt davon, wenn man fährt und nicht auf die Straße achtet. Und redet noch dabei. So. Und 5000 Punkte eingesackt. Das,
Das Gute ist ja hier auch, dass du hier für jedes Mal, was, also, oder für jedem Scheiß, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, immer Punkte kriegst, ne? Wenn du eine Mauer einreißt, kriegst du Punkte. Wenn du einen Baum umfährst oder kaputt machst, kriegst du Punkte. Also, Punkte sammeln ist jetzt ziemlich easy. Ah, sieht schon gut auf meine Kiste. Aber vielleicht werde ich bei der nächsten Folge mal ein anderes Auto nehmen. Rechts abbiegen. Ja. Also ich kann ja mit dem Wagen auch ziemlich viele Autos überholen, ne? Also so schlecht ist mein Auto jetzt wieder auch nicht. Obwohl ich es noch nicht getunt habe oder keine Upgrades benutzt habe. Vielleicht sollte ich das mal machen. Wenn ich das nächste Mal wieder im Festivalgebäude bin, dann werde ich wahrscheinlich oder da werde ich höchstwahrscheinlich ein Upgrade durchführen. Und mein Batmobil ein bisschen aufmotzen. Das heißt jetzt nicht äußerlich, aber halt, dass er mehr Power kriegt unter der Motorhaube. Dann werde ich vielleicht auch ein bisschen schneller. Also stell mir gerade vor, wie das aussehen würde, wenn ich den auch noch so richtig aufmotzen würde. So mit Felgen nochmal, dann mit, was weiß ich, irgendwelche breiteren Reifen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Yippie. So, und jetzt heißt es suchen. Ja, ich meine, ich habe letztens auch schon gesucht und da habe ich sehr lange gebraucht. Ja, weil du musst ja in diesem Gebiet, was da blau eingekreist ist, da gibt es eine Scheune. Und in dieser Scheune befindet sich dann ein Auto, das halt dann restauriert werden muss oder aufgemotzt werden muss. Und das kannst du dann behalten. Entschuldigung. Aber es ist auch nicht immer einfach. Ah, den könnte ich jetzt herausfordern, aber habe ich jetzt keinen Bock irgendwie. Den Tunnel Sinem. Das sind Online-Spiele, aber die fahren im Moment nicht selber, sondern die Avatare fahren von denen. Also die sind KI gesteuert. Ich dachte wirklich am Anfang, dass das die Online-Spieler sind. Ja, also das waren, aber das sind die nicht. Das sind von meiner Freunden, die online, also von meiner Freundesliste, sind das die KI-gesteuerten Fahrzeuge. So musst du das sagen. Die ist es auch nicht. Und wie gesagt, dann, ich muss nur in die Nähe von einer Scheune fahren oder von der Scheune, wo sich dieses Fahrzeug befindet, und ja, dann bekomme ich halt dieses Fahrzeug nach einer kurzen Videosequenz, bekomme ich das dann, ne? Und dann darf ich es behalten. Und wie gesagt, meistens dann beim nächsten Mal bekomme ich dann eine Nachricht, dass das restauriert ist und dass ich das Fahrzeug dann mein eigen nennen kann.
Ich weiß nicht, ob es auch eine Möglichkeit gibt, diese Scheunenfunde irgendwie zu vereinfachen. Aber es kann nicht sein, dass sich jemand durch die Gegend fahren muss und du kommst auch ein bisschen durcheinander. Du weißt ja nicht schon, wo du gewesen bist und so, ne? Dann kommt es auch wahrscheinlich so vor, dass du 2-3 Mal dieselbe Stelle absuchst, ohne zu wissen, dass du da schon mal gewesen bist. Aber wir suchen weiter. Vielleicht finden wir ja was. Da, hier ist eine Mauer eingerissen und so eine Holzmauer, sag ich jetzt mal, und schon Punkte kassiert. Wahnsinn. So, hier gibt es auch nichts. Ja, ja, Gerücht über Scheunenfund, ich weiß. Ich möchte jetzt auch nichts anderes suchen. Na, schon dunkel geworden. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt noch was finden kann. Na gut, wenn nicht, dann breche ich ab. Ich meine, gut, weil so ein Kreis rumfallen macht auch keinen Spaß. Aber ich drehe hier nochmal eine Runde und so und dann höre ich auf. Ich möchte jetzt auch nicht so lange Videos machen. Das ist eigentlich so ganz okay, so knapp über 10 Minuten, eine Viertelstunde. Das reicht vollkommen aus. Joa. Dann denke ich mal, mache ich hier auch so langsam Schluss. Oder warte, ich gucke da nochmal nach. Nee, tut sich auch nichts. Nee, okay, meine Lieben. Dann danke ich für das Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, euer Junaid. Ciao.